iMovie auf dem iPhone 4. Ich habe das Programm gekauft und gestartet und habe jetzt einen leeren Bildschirm vor mir. Das Programm sagt, okay, du musst ein neues Projekt anlegen durch Antippen. Ich tippe mal hier drauf. Neues Projekt heißt, also ich bearbeite jetzt ein Video oder schneide ein paar kleine Filmclips zusammen. Als erstes möchte Apple, dass sie mir ein Thema aussucht. Apple gibt vor verschiedene Themen. Modern heißt eins, heiter, Reisen, verspielt oder Nachrichten. Ihr seht schon, da sind immer gewisse Animationen drin. Die Art und Weise, wie man vielleicht blenden, das sehen wir nachher, oder wie man Texte einblendet, verändern sich da entsprechend passend zum Thema. Ich nehme mal dieses Heiter hier. Unten gibt es einen Schalter für die Titelmusik. Wenn ich das hier aktiviere, dann heißt es wird dieser von Apple vorgegebene Soundtrack zu diesem Thema aufgespielt, das ist irgendwie in dem Fall ein flottes Musikstück, und löscht mir meine Originaltonspur. Das ist oft der Fall bei Videos, da macht man irgendwie Schnappschüsse und will eigentlich den Originalton nicht haben, sondern Musik drüber. Kann ich hier direkt so machen, muss ich nachher nicht von Hand einfügen, von Hand löschen, deswegen lege ich es gleich mal drüber und sage fertig. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann den linken Pfeil antippen und kann sagen, ich will Medien aus meinem Medienarchiv einfügen, also Fotos oder Videos, die ich bereits auf dem iPhone habe. Oder ich tippe auf den rechten Pfeil hier und mache eine Kameraaufnahme live. Ich denke, in den meisten Fällen wird man vorhandene Aufnahmen verwenden. So mache ich das jetzt auch. Hier unten sehe ich schon die Timeline. Noch kein Film, kein Bild drin, aber Musik liegt schon drin, der Original-Soundtrack von Apple. Gehen wir hier drauf, habe jetzt die Fotos angewählt. Dann nehmen wir doch gleich mal ein Foto. Zack. Das London-Bild, das wirft mir das iPhone jetzt hier in die Timeline rein. Gibt mir das automatisch mal 4 Sekunden lang vor. Wenn mir die Länge nicht passt, tippe ich hier drauf. Und ihr seht oben, machen wir es 4,5 Sekunden lang. So, jetzt liegt es hier unten drin. Und ich kann so durch die Timeline fahren. Jetzt bewegt sich das Bild ein wenig über den Bildschirm. Das ist der sogenannte Ken Burns-Effekt. Den verwendet Apple gern bei solchen Geschichten. Ken Burns-Effekt heißt, das Bild fliegt so ein bisschen über den Bildschirm, aber es wird nicht skaliert oder dergleichen. Aber ich kann das Bild skalieren. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier hinten in der Timeline hätte ich die Bildposition gern ganz anders. Und zwar würde ich gern auf die Fahne zoomen. So. Und sage, ich möchte hier hinten nur den Ausschnitt von der Fahne haben. Tippe hier auf Fertig. Und dann schauen wir uns das mal an. Dann läuft es. Und zoomt mir im Lauf der 4,5 Sekunden auf die Fahne ran. Das ist ganz nett. Im Hintergrund lief gleich die Musik von Apple. Also hier die Möglichkeit, Fotos zu animieren. Dann gehen wir mal weiter. Ein Videoclip vielleicht noch mit rein. Hab hier irgendwas drauf. Mal den ersten hier. Sobald ich einen Videoclip, zwei Clips hintereinander habe, egal ob Video oder Foto, liegt hier in der Mitte so ein kleines Blendensymbol. Hier ist die Dauer des Übergangs festgelegt. Ich kann hier ebenfalls doppelt tippen und habe dann die Möglichkeit, die Dauer zu verändern oder eben auch zu sagen, ich will gar keine Blende, ich möchte einen harten Cut. Alternativ gäbe es eine Blende zum Thema, die schauen wir uns mal kurz an. Mache ich mal 2 Sekunden lang. Die soll passen zu dem Thema, das ich ausgewählt habe. Habe es mal eingefügt, ein bisschen zurück, mal gucken, wie es aussieht. Ja, so ein Aufzoomen, Aufblenden, das gefällt mir nicht gut. Ändere ich gleich wieder. Ich will eine ganz normale Blende, 1,5 Sekunden lang. Fertig. Wie sieht das aus? So, das ist gut. Okay. Mein Videoclip mit dem Frosch hier, der ist jetzt 1,6 Sekunden lang. Das ist die Originallänge von dem Clip. Ich kann auch diese Länge hier ändern, indem ich den Clip hier anwähle und ich gucke hier von der Seite drauf, deswegen treffe ich das nicht immer so richtig. Kann hier zum Beispiel am Schluss was wegschneiden, wobei der ist mir zu kurz, den lassen wir mal ganz. Dann hänge ich mir hier noch einen zweiten Clip ran. Hier 10 Sekunden irgendwas. Schauen wir mal, was das ist. Ja, da geht es in so einen Weg rein. Ich kann jetzt hier sagen, ja, der wird echt langweilig da am Schluss, der Clip. Dann tippe ich mal hier drauf. Hab wieder hier meine Anfasser vorne und hinten, packt die. Dieses hintere Ding. Und ihr seht oben die Sekundenzahl 7. Machen wir mal 7 Sekunden lang. Und vorne vielleicht auch noch eine Sekunde weg bei diesem Clip. Hier gelb wieder markieren, einmal drauf getippt, den Anfasser genommen. Und jetzt ist er noch 6 Sekunden lang.
Genauso wie vorhin habe ich hier wieder meine Blendenoptionen. Auch hier möchte ich schauen, was habe ich für ein Thema. Ich hatte anderthalb, da machen wir, nee, da machen wir hier mal keine, dass ihr auch mal einen harten Cut seht. Na komm. Keine Blende heißt, der schneidet direkt um. Fertig. Okay. Wenn ich jetzt noch kurz zeigen, wie so ein Clip lösche, ich schmeiß mal was rein, dass ich gleich wieder rauswerfe dann. Ich werfe den Frosch nochmal da hinten hin und sage, ups, das war versehentlich. Wenn ich einen Clip zu viel drin habe, muss ich da nur einen Finger drauf halten, paff, und ist er wieder raus. Also löschen kann ich auch wieder komplett. So, jetzt schauen wir uns den ganzen Clip mal an. Hier war der harte Schnitt. Okay. Eine Option noch. Es gibt hier die Möglichkeit, so einen Text dahinter zu legen. Ich kann so ein Ding doppelt tippen und habe dann die Möglichkeit, einen Titelstil oder Ortsangaben und dergleichen zu verwenden oder hier eben nochmal explizit die Audiospur zu ändern aus, oder wieder einzublenden. Ich sage hier Titelstil. Habe ich drei Möglichkeiten. Eröffnung wäre so eine Art Eröffnungseinblendung, also Filmtitel und dergleichen. Mitte ist wie ein Untertitel, dann läuft der unten so mit. Und Ende wäre quasi am Ende vom Film, kann ich sowas ablaufen lassen hier. Ein Manko ist, ich kann so einen Titel, ich schreibe mal kurz einen Text rein. Hallo. Ich kann so einen Titel nur über den kompletten Clip laufen lassen, gehen wir auf fertig. Das heißt, der bleibt mir jetzt über diese kompletten 6 Sekunden, die ich hier habe, drin. Wenn ich das nur über die Hälfte der Zeit laufen lassen wollte, hätte ich die Möglichkeit, diesen Clip zweimal reinzuschmeißen. Und ihr habt es vorher gesehen, wie ich den am Ende und am Anfang beschneiden kann. Zweimal reinschmeißen, die ersten 1,5 Sekunden lassen, dann löschen und dann den gleichen Clip nochmal rein mit den letzten 1,5 Sekunden und unter diesem zweiten Clip eben diese Titeleinblendung zu machen. Dann könnte ich das auch quasi über eine kürzere Spanne laufen lassen. So, zurück. Jetzt habe ich hier bei Projekte den fertigen Film drin. Jetzt will ich mal eine komplette Vorschau übers Vollbild. Ich hätte jetzt hier natürlich die Möglichkeit, jederzeit noch was zu enden. Ich tippe da drauf und gehe nochmal rein und arbeite weiter an dem Film rum. Wenn er mir aber so gefällt, wie er hier ist bei Projekte, dann kann ich auch sagen, hey, der wird jetzt exportiert. Hier auf diesem Pfeil, den kennt ihr. Ich will die Exportgröße 320p, da komprimiert er sehr stark runter. Schrift wird wahrscheinlich auch kaum noch lesbar sein, aber er wird eben klein. Ich kann per MMS oder dergleichen verschicken oder ich sage HD, ich möchte ihn zu Hause auf dem Fernseher angucken, meinetwegen. Tippe ich hier drauf. Dann exportiert mir iMovie den Film. Exportieren heißt, es muss jetzt halt den Film durchrechnen, vor allem die Blenden berechnen, die Texteinblendung berechnen. Das kann mal ein Momentchen dauern. Es kann auch so heavy zu rechnen sein, dass das iPhone crasht dabei. Da empfiehlt Apple dann ein, zwei Bilder rauszuwerfen. Wenn viele Fotos drin sind, kommt es scheinbar öfter vor. Bei mir läuft es durch, glaube ich. Dann müsste es jeden Moment fertig sein. Wenn der Film fertig ist, wird er einfach, ihr seht, zu den Aufnahmen abgelegt, also bei den neuen Aufnahmen abgelegt. Ich sage hier okay. Ich kann meinen Film dann in der Kamerarolle aufrufen und kann von dort aus per MMS oder per E-Mail versenden, kann genauso auf dem Computer synchronisieren und dort abspielen dann eben. Das war's.